Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, wieder im schönen Stettin. Endlich wieder da. Und wir starten auch schon rein in den ersten Turn. Für meine ganz neuen Zuschauer, ich glaube, die Strecke habt ihr schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Deswegen, das war nämlich in den letzten Ferien. Und dann wollten wir da mal wieder hinfahren. Also ich wollte auf jeden Fall unbedingt hin. Aber diesmal nicht mit so vielen Leuten sind wir leider da. Also nicht mit Markus und so, sondern... Ja, ich habe Tim noch gefragt, wo die Sitzschalen hier sind. Sondern sind wir nur da, also mein Bruder, meine Mutter und ich. Aber es war trotzdem wieder extrem schön und ich mag Stettin auch sehr und die Strecke. Ja. Schauen wir gleich erstmal rein in die Strecke. Ich kann sagen, das sind auf jeden Fall Remo-Karts, also wie unsere Evos im Kartcenter. Nur, dass es halt der Rennasphalt ist. Das fährt sich halt erst nochmal ein bisschen anders. Aber es ist echt eine schöne Strecke, werdet ihr auch gleich sehen. Jetzt geht's auch schon los. Ja, viele 180er hat die Strecke. Ja, Tim ist auch dabei. Habe ich extra ins Video gemacht, war auf jeden Fall so gewollt und das wolltet, habt ihr ja auch euch gewünscht unter meinen letzten Videos, dass Tim öfters dabei sein soll. Bei denen ist ja auch immer sehr viel Action. Ja, also die Strecke besteht eigentlich nur so richtig aus 180ern, aber trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie hat die Strecke was. Sie ist trotzdem, auch wenn sie jetzt nicht die allerschwerste Strecke ist, denkt man, aber... Ist schon auf jeden Fall ein bisschen was anderes als Kartcenter fahren wir auf Beton. Deswegen, Rennasphalt ist nochmal ein bisschen anders. Aber fährt sich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Und im ersten Turn dann sind wir nur mit einem anderen gefahren. Also mit einer anderen Person. Und die war auch gut, also die hat uns schön vorbeigelassen. Und es war ein Ticketkunde. Ihr seht schon, der macht super Platz. Jetzt hätte er das bei uns in Rostock gelernt. Ein Spaß, aber der hätte schon ganz gut gemacht. Und wir steigern uns immer so. Also der erste Turn, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber vielleicht wissen es die einen oder anderen Leute, dass die nochmal sehr wild ist. Also der erste Turn ist noch so ein bisschen reinkommen, da geht noch nichts ab. Also dann mal eine schnelle Runde fahren. Und zweiter Turn fahren wir dann mit einem, also was heißt zweiter Turn? Da fahren wir dann mit ein paar mehr Leuten und dann geht es irgendwann auch in den Abend, da fahren wir dann 18 Uhr oder so nochmal. Das kommt aber später und dann geht es richtig ab. Aber jetzt hier bin ich gerade schon auf schnelle Runden gegangen und ich war direkt, habe ich gemerkt, ja, die Strecke liegt mir. Bin auf jeden Fall schnell und denke mal, dass ich auch der Schnellste auf der Strecke jetzt bin, also schneller als Tim und meine Mutter. Aber ihr seht schon, Tim auch gerade sehr schnell und versucht gerade auch meine Mutter zu überholen, die auch an dieses Wochenende richtig gut wieder drauf war. Und immer nicht viel langsamer war als Tim und ich. Also die war nicht viel langsamer. Jetzt hier dank Tim sich. Und ich habe jede Runde gesehen, ich konnte immer sehen, wo Tim ist. Und jede Runde habe ich gesehen, kommt er immer so ein, zwei Meter weiter. Ja, das war auch schon, also weiter, damit meine ich, dass er näher an mich rankommt. Das war auch jetzt schon der erste Turn. Ich war ganz zufrieden. Und ich erzähle euch gleich mal was zu den Zeiten. Ja, wer soll's denn sonst sein, wenn du nicht Dritter bist? Mit Gesicht der Erste. Ja. Na, schlimmer als Dritter wäre. Das wäre für mich jetzt doof, ne? Ja. Das war echt geil. Warum bin ich jetzt gerne finden? Na, ich habe mich jetzt schon wieder aufgeregt, dass ich nicht Erster bin. Deswegen bin ich auch so leise. Also können wir kurz hochgehen. Aber auf jeden Fall, ja, habt ihr gesehen, Tim war Erster, erzähle ich gleich mehr zu. Und jetzt hier zeige ich jetzt das Hotel nochmal von oben. Ist echt ein wunderschönes Hotel, kann man auch richtig schön schlafen. Ja, es ist Hotel mit Kartbahn, deswegen ist es noch ein bisschen cooler. Wir haben da auch direkt einen Tag übernachtet, deswegen
War schon sehr cool. Ja, Tim ist mit Gewichten gefahren und war trotzdem schneller als ich. Da dachte ich mir schon so, boah. Er ist nämlich mit Gewichten gefahren, weil er auf... Okay, der Name und das ist erste Kart, zweite, dritte. Okay. Also 12. Weil er auf das gleiche Gewicht fahren wollte wie ich. Ja, Mittelpistole. So viel wie ich wiege. Und hat dann auch gemacht und war trotzdem schneller. Und ich dachte mir so, wie kann das sein? Ich bin doch so perfekt gefahren. Ich dachte mir so, in Stettin sind die Karten, ich spiele jetzt auch nicht so krass, dass man jetzt sagt, so ja, okay. Ist noch verständlich, dass kann ja sein, dass sein Kart ein bisschen besser ist. Und vielleicht ist es den Leuten auch schon aufgefallen, meine Mutter hat einen neuen schicken Helm. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Also ich finde den sehr schick. Jetzt hättet ihr nur noch ihren Rennanzug sehen müssen, dann hättet ihr gesagt, echt wunderschön. Aber hat sie dadurch angehabt. Und rein in den zweiten Turn. Ich habe ja gesagt, der zweite Turn wird wilder. Jetzt fährt erstmal Tim aus der Box. Und ihr seht schon jetzt gerade, es ist noch hell. Und wir haben das so gemacht, wir sind drei Turns jetzt gefahren, hintereinander. Und dann abends sind wir nochmal drei Turns gefahren. Sind nämlich aus Rostock, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, nach dem ersten Ferientag schon nochmal, ich möchte unbedingt mal wieder nach Stettin, weil ich die Strecke echt sehr mag. Ich habe jetzt nämlich eigentlich einen Turn übersprungen und wir sind schon im dritten Turn, weil im zweiten Turn sind wir dann komplett alleine gefahren. Eigentlich ist ja die Strecke so beliebt, deswegen wundert ihr euch bestimmt, ja, warum ist sie denn nicht komplett voll? Liegt nämlich auch daran, dass es war nicht am Wochenende und am Wochenende ist natürlich klar, dass da viel mehr los ist. Und in Polen hatten die ja auch zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, keine Ferien. Deswegen war es da mitten in der Woche jetzt nicht so voll, wie es natürlich am Wochenende ist. Das ist ja klar. Aber trotzdem haben wir unseren Spaß. Und ja, ich bin hier noch vorsichtig, weil ich keinen natürlich weghauen möchte oder so von den Ticketkunden. Aber ihr seht schon, da hat er einen guten Drift hingelegt, deswegen kam ich da so leicht vorbei. Ja, man sieht es immer richtig gut, wenn man hinterher fährt, dass die alle zu schnell in die Kurven fahren und dass man dadurch sehr leicht vorbeikommen kann. Zum Beispiel hier vor Tim. Ja, okay, die bremst sehr doll. Aber der war auch nicht so schlecht, das sieht man. Aber die meisten Ticketkunden wirklich bremsen entweder gar nicht oder viel zu spät. Jetzt hier seht schon, meine Mutter da dachte jetzt auch langsam mal, oh Tim, dann kommst du ja endlich mal vorbei. Deswegen hat sie sich wieder vorbeigedrängelt. Und ihr seht schon, jetzt ist schon wieder also ein bisschen schlimmer als vorhin. Da muss man wirklich gucken, na, wie komme ich jetzt vorbei. Jetzt hier habe ich doch einmal raufgeknallt. Jetzt haut er den anderen dann noch fast weg. Naja, aber das, jetzt beschwere ich mich zwar, war eher meine Schuld. Na, außen überholen klappt halt nicht immer gut. Macht man ja auch eigentlich nicht. Jetzt hier entschuldige ich mich wieder, weil ich wieder reingeknallt bin, weil er so spitz in die Kurve gefahren ist und dann auch noch zu schnell. Aber er hat mich dann vorbeigelassen oder ist einfach auf die Bremse gegangen. Hat er gut gemacht. Jetzt hier Tim. Vor Tim wieder drei Leute. Aber Tim auch übers Wochenende deutlich besser geworden überholen. Davor war jetzt... Boah, hier... Das meinte ich mit dem Polen. Das war schon mal das erste Schlimme, ihr habt gesehen. Könnt ihr nochmal zurückspulen. Aber dafür, ja, schiebt Tim ihn einfach mal komplett raus. Oh, also das sah echt krass aus. Wie Tim ihn da rausgeschoben hat. Und, also er hat sich dann wirklich auch gedreht. Man hat sich komplett gesehen, aber er hat sich dann wirklich gedreht. Macht man natürlich auch nicht. Aber davor hat er ihn so den Weg abgeschnitten und dann war Tim direkt sauer und ja. Hat ihn da rausgeschoben. Hat aber Tim auch da sich, glaube ich, danach sogar bei ihnen entschuldigt, weil auch wenn die machen es halt nicht mal immer alles mit Absicht. Aber er hat ihn halt in dem Moment wirklich angeguckt. Deswegen war Tim halt schon ein bisschen sauer. Ja, das war jetzt schon der zweite Turn. Wir steigern uns, wie ich gesagt habe. Und am Abend sind wir nochmal drei Turns gefahren, habe ich ja jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Und die werden dann alle krass.
Wer ist denn der Erste? Wer ist denn der Erste? Der eine ist nicht. Was? Der 36. Da steht. Sogar, ne? Aber nicht doll. Das habe ich sogar gesehen. Und der Gastiger hat sich da fast abgestellt. Da habe ich ihn dann da rausgeschoben. Ja, jetzt springe ich auch schon in den Abend rein. Ja, Tim hatte mir das gerade erzählt, mit, dass er den da rausgeschoben hat, weil er so sauer war. Ja, aber wie gesagt, Tim hat sich entschuldigt, dann war auch alles wieder gut. Jetzt gehen wir auch schon zu unseren letzten Turns, also letzten drei Turns. Und es ist echt alles schön da, also das Essen, man kann da auch sehr schön essen. Da oben ist ein Restaurant auch und unten ist auch noch ein Pool. Und also es ist alles sehr schön da. Wenn ihr mal mit eurer Familie dann Wochenende hin wollt, kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt bin ich auf dem Weg, nämlich hole ich mir jetzt auch mal ein 10 Kilo Bolzen da, so ein Gewicht, und hau mir das auch ins Kart rein, weil ich ja Bock drauf hatte. Und da bin ich halt nochmal mit 10 Kilo mehr gefahren als Tim, weil ich dachte mir so, wie kann das sein, dass Tim mit Gewichten so schnell ist? Dachte ich mir so, ja, mach ich mal auch mal 10 da rein und mal gucken, was ich fahre für eine Zeit. Also bin ich dann ungefähr so auf fast 70 Kilo gefahren, ein bisschen weniger. Ja. Man sagt ja eigentlich, mit mehr Gewicht ist man langsamer. Also kenne ich das, ist auch eigentlich auf jeder Rennstrecke so. Aber in Polen ist es alles ein bisschen komisch, sag ich mal. Aber das hatte ich schon mal, wo ich schon mal da war. Ich wieg jetzt 6, dass ich mit Gewichten schneller war. Was? Man kann ja auch mit mehr Gewicht kann man höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren. Und stempelt, glaube ich, auch nicht so schnell. Also hüpft so doll. Jetzt wird mein Kart angemacht und los geht's. Voller Turn mit ganz vielen Leuten. Da hatte ich jetzt echt Bock drauf. Wusste schon, na, schnelle Runden werde ich jetzt nicht fahren können. Boah, das wird knapp. Aber es geht ja auch um den Spaß. Man muss ja nicht immer schnelle Runden fahren. Mir macht es auch, bin ich ehrlich, im Kartcenter Rostock Spaß. Jetzt hier lässt Tim mich vorbei. Dachte mir so, ja. Endlich bin ich mal schneller als Tim. Boah, hat der Typ mir da vorne nochmal einen mitgegeben. Da war er bestimmt nicht mit Absicht. Ihr seht schon, Tim wollte dranbleiben und gucken, wie ich fahre. Und bleibt jetzt hier erstmal 10 Sekunden gefühlt dahinter und verliert extrem viel Zeit. Aber auch Tim macht das echt gut, kommt gut an den Leuten vorbei. Jetzt gucken wir uns das mal gleich aus meiner Sicht an, wie Tim mich vorbeigelassen hat und ich dann nochmal hier ein bisschen angeschoben wurde. Jetzt hier einfach mal von außen überholt. Konnte man auch in den Kurven da so gut machen, weil die da so spitze mal alle reingefahren sind. Dann stand da noch einer in der Bande und ich weiß nicht, ich glaube, die haben Gelblicht, aber haben es zu spät gesehen. Deswegen jetzt hier erstmal Tim mich vorbeigelassen. Ja, da war er. Ja, war auch wieder meine Schuld. Hätte ich einfach nicht so früh überziehen sollen. Ja, blöd gelaufen. Aber ich hatte jetzt auch langsamer wieder Probleme bekommen, an den Leuten vorbeizukommen. Weil die auch wieder sehr verrückt gefahren sind. Oder komische Dinge auf jeden Fall. Jetzt hier, habt ihr gesehen, müsste man zurückspulen, wie er zur anderen Seite gezogen hat. Er hat sich richtig krass erschrocken. Boah, ja. Aber ihr seht schon, die Fahrer, also für Ticketkunden fahren die halt nicht mehr so schlecht. Also die geben auf jeden Fall trotzdem auf jeden Fall Gas. Jetzt hat er noch den anderen da weggehauen. Also auf sich Acht geben die selber nicht. Die hauen auch ihre eigenen Freunde, sag ich jetzt mal, da weg. Und finden das dann auch noch lustig. Also ich glaube, die denken, das ist ja wirklich so. Boah, jetzt hier fast immer noch gedreht worden. Keine Ahnung, was da das Problem war. Weil Platz war ja eigentlich noch da. Ja, und leider hatte meine Mutter keine Kamera aufwand auf ihrem Helm. Nicht, dass hier drauf ist, dass man die Kamera aufmachen kann. Aber im nächsten Polen-Video ist bestimmt mal dabei, dann mache ich das einfach mal drauf. War nur zu spontan in dem Moment und hatten auch sowas nicht mit so einem Klebeding. Oh. Ja, das war die erste sehr dolle Sache.
Ihr müsst mal zurückspringen, wie sie da, ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen hat, Tim so doll wegzuhauen. Also die Polen haben echt ein Talent dafür. Also das war echt schon wieder, das war richtig, richtig doll. Und Tim hatte davor, hat er mir auch gezeigt, an der Rippe einen dollen blauen Fleck bekommen. Er fährt zwar schon mit Sitzschale. Ja, das war der erste Turn von drei. Der verrückt. Und es wird jetzt wirklich noch schlimmer. Und ja, also es war wieder, das war schon sehr doll. Und Tim, ich wusste nicht, ob er überlegt hat, ob er überhaupt weiterfährt. Das war schon richtig doll. Ja, ich war richtig happy nach den Turn. Hört mal rein, weil ich habe gerade meine Zeiten gesehen da oben an der Tafel. Digga, so ein Brenner, ne? Ja, du hast mich gut auf mich gestartet. Hallo. Nein, guck mal, so, wenn viele Leute auf der Strecke sind. Leider keine perfekte Runde gab, sonst wäre die 35 drin. 36,11. Mach mal schnell ein Bild. Max, einmal hatten wir so einen krassen Unfall da. Meine Rippen tun immer noch weh. Oh, wie groß ist Karte? Ja, ich war richtig happy wegen meiner Zeit da, wegen meiner 36,11. Weil ich wollte unbedingt die 35 schaffen. Weil in Markus sein Video haben die nämlich, glaube ich, 35 geschafft. Oder ganz knapp. Ich weiß irgendwie hier. Auf jeden Fall irgendwas mit 36,0. Deswegen wollte ich das auch schaffen. Aber jetzt hat Tim erstmal das Kart, was ich gerade hatte, mit, wo ich die 36,11 gefahren bin. Und Tim war ja in den ersten zwei Turns sogar schneller als ich. Also Tim könnte es wirklich schaffen. Aber mit voller Strecke ist halt schwer, dachte ich. Aber wenn man dann mal eine freie Runde hatte, war die dann halt auch direkt schnell. Ja. Jetzt hier Tim. Tim macht es echt sehr vorsichtig. Aber wenn Tim den Van anschiebt, wird Tim halt immer direkt sauer. Also man kann Tim leicht sauer machen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Tim hat sich auf jeden Fall gebessert. Sehe ich, habe einen kleinen Stupser gegeben, dann ist sie weit rausgekommen und ich konnte leicht vorbeifahren. Jetzt hier steht wieder jemand auf der Strecke. Also es kamen ein paar Leute dazu, aber es waren halt auch viele aus dem letzten Turn wieder da. Und wir wurden, glaube ich, sogar zwei Leute mehr. Hier beide weit nach außen kommen und ich kann easy vorbeifahren. Hab sogar noch ein bisschen Platz gelassen für die Leute hinter mir, dass ich den Weg nicht wieder hier abschneide. Ja, so lieb bin ich. Der müsste mal zurückspulen. Ist mit einer Hand gefahren. Also ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ob er anderen Leuten einfach mal gewunken hat. Ja, Tim bekommt schon wieder viele Sachen ab. Aber hat sich auf jeden Fall sehr gut getan und kam schneller durch als ich und war auch direkt wieder schnell. Also niedrige 36er zu dem Zeitpunkt schon, aber wollte natürlich auch die 35er schaffen. Jetzt da, bestes Beispiel, habt gesehen, in der Kurve gar nicht gebremst und ist fast in die Bande gefahren. Ihr müsst euch so merken, weniger Meter ist auch, also weniger Meter ist immer besser. Das heißt jetzt nicht, dass ihr in der Kurve keinen Schwung holen dürft oder so. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, weil ihr habt ja gesehen, was der Ticketkunde da vorhin gemacht hat, wo er da fast gegen die Bande gefahren ist. Ja, aber ich konnte jetzt nach und nach wieder an Tim ranfahren. Also ich war wieder ein bisschen schneller, lag aber auch nur daran, weil er mit den Überrundungen wieder sehr viel Zeit verbraucht hat und ich deswegen rankam. Ihr seht schon. Aber wenn Tim dann mal wieder eine freie Runde hatte, war er weg. Also er war wirklich dann weg. Hier, jetzt komme ich sogar vorbei. Hatte mich vorbeigelassen, weil jetzt halt gucken wollte, wie ich so an den Leuten vorbeikomme. Und ich habe dir gemerkt, oh, du hängst mir echt nah am Nacken, Tim. Ich lasse dich mal schnell vorbei. Und jetzt hier. Nein, das Kart säuft nicht ab oder ist kurz vor kaputt gehen. Jetzt hier erstmal ausgegeben. Das machen die nämlich so, wenn der Turn zu Ende ist, also ich weiß nicht, warum die es jetzt erst abends gemacht haben und erst in zweiten Turn, dass, ja, oder vielleicht, weil wir jetzt hier vorne parken, erzähle ich gleich zu mehr, dass die Karts ganz doll per Fernbedienung, finde ich jetzt nicht so cool mit Fernbedienung, von außen steuern, dass die langsamer werden, aber alle. Ist cool, aber auch irgendwie nicht, erzähle ich gleich mehr. So geil, ne? Geil. Eine 35 ist noch drin. Ich bin
die 36-11 gefahren. Das ist das einzige Stück. Ja, das ist echt geil, ne? Aber oh, die sind wieder so zurückgefahren. Guys, the same go-kart. Und nächste Runde. Okay. Also jetzt gleich nochmal, ja? Ja, und wir haben die gleichen wieder. Echt? Hat er gesagt. Ja. Tim, du hast jetzt noch die Chance, läuft sie noch? Ja. Du hast jetzt noch die, ja, du hast noch die Chance, es zu schaffen. Ich versuche es. Aber wie, du rutschst irgendwie gar nicht. Ich rutsch irgendwie ein bisschen immer. Ja, musst langsam in die Kurven. Bist du jetzt mit Gewicht gefahren? Vielleicht fahren wir alleine, Maxi, jetzt. Was? Dass die nicht alle mitfahren jetzt. Nee, sonst hätten wir ja die Karte nicht stehen lassen. Ja, alles gut. Habe ich ja gemerkt. Ja, ganz genau sagen kann ich euch das jetzt nicht, warum wir jetzt hier geparkt haben. Irgendeinen Grund würde ich schon gehabt haben, aber ich kann ihn euch leider nicht sagen. Tut mir leid. Auf jeden Fall jetzt im schlimmsten Turn von allen. Zum Schluss. Als hätten die Polen gewusst, das ist deren letzten Turn. Dem wollen wir mal richtig die Knochen brechen, so gesagt. Ja, ich starte von weit hinten und vor Tim sind auch sehr viele Leute. Das heißt wieder, viele Leute überholen. Yippie! Und let's go. In den letzten Turn rein. Why you do that? Don't do that. Ja, mit mir wird noch geschimpft, weil ich aus Versehen den Motor ausgemacht habe von alleine. Das machen die eigentlich per Fernbedienung. Und ja, jetzt hier nochmal reingeknallt. Schon wieder. Ich habe gesehen, auf der Geraden einfach total runtergebremst. Und jetzt nochmal. Und da hat sie sich auch direkt gedreht, weil die Reifen kalt geworden sind. Man hätte auch denken können, dass ich sie, wenn man es nicht gesehen hat von außen, dass ich sie gedreht habe, aber habe ich nicht. Ja, und der gute Herr jetzt hier vor Tim. Sieht schon, blockiert auch alles, dass Tim hier ja nicht vorbeikommt. Das geht natürlich gar nicht. Das sind natürlich von den Polen alles die Heimstrecke. Deswegen dachten die sich wahrscheinlich auch so, nee, der kann auch jetzt nicht einfach schneller sein auf meiner Strecke. Das geht doch gar nicht. Ihr seht schon, wie er Tim hier überall runterbremst. Aber irgendwie, jetzt hier, hat Tim auch seinen Weg gefunden und vorbei. Wie die immer so denken, ja, du kommst hier nicht vorbei. Zwei Kurven später sind wir dann doch vorbei. Jetzt hier Tim nochmal angeeckt. Ja, leider. Vielleicht wäre es ja auch die 35 gewesen. Ja, ich halte immer viel Abstand, aber hole immer viel mehr Schwung als die Ticketkunden, dass ich dann mit mehr Schwung leicht vorbei kann. Boah, seht schon, Verluste. Darauf wird schon, ihr wisst schon. Ja. Und ihr seht schon, die drehen sich ja schon um. Also die haben ja schon das Verständnis, die sehen, dass wer schneller ist. Und ich weiß nicht, ob die keine Einweisung bekommen. Also ich hatte da noch nie eine Einweisung. Dem wird bestimmt gesagt, ja, hier kein RAM und so, aber das machen tun sie es trotzdem. Ja. Das war jetzt meine Schuld. Also ich hätte da entweder nicht so doll bremsen dürfen in der Kurve, dass ich da schneller vorbeikomme. Ja, also war schon meine Schuld. Und jetzt da vorne dreht meine Mutter total durch, weil die Nummer kann ich jetzt von hier nicht sehen. Also die war wirklich verrückt. Guckt jetzt mal rein. Die überholt alle unfair. Oh, und das war also der Crash auch hart, weil mir die Person hinter mir auch nochmal richtig doll reingeknallt ist. Also der Fahrer. Ja, also der hat mir dann mal ein bisschen weh, weil in die Seite rein, das ist schon unangenehm. Jetzt da hat es meine Mutter gereicht, sie schießen ab. Der Kart Nummer 3 war das. Ja, also die war wirklich richtig verrückt. Und ich dachte mir so, ja, dann komme ich gleich mit vorbei. Jetzt hier rutscht sie komplett. Ich hole mir Schwung. Bin jetzt schon fast vorbei. Jetzt schneidet sie mir den Weg. Fährt auf der Geraden, wo sie noch nicht mal in der Kurve sind, komplett rüber. Und jetzt hier schon wieder. Und man hat ja auch gesehen, man auf der Geraden, wenn man da komplett rüber lenkt, das, also das kann man nicht sagen, ja, hab dich nicht gesehen oder so. Also da gab es keine Ausreden mehr, was die Nummer 3 gemacht hat. Jetzt bin ich komplett ran. Hab den auch schon versucht rauszuschieben, aber geht nicht. Also ich habe es falsch gemacht, weil ich nicht an der Ecke rausgeschoben habe, sondern mit einem kompletten Kart. Boah. Jetzt wieder gegen die Bande geknallt und jetzt hat es mir gereicht. Bam.
Also mehr Unfair geht nicht. Ich hab's euch jetzt nochmal in Zeitlupe gezeigt und guckt mal einfach mal nur auf sein Lenkrad. Also das ist wirklich verrückt, das geht gar nicht. Der hätte bei uns in Rostock sofort aussteigen dürfen. Jetzt hier eine Runde später, habe ich es ja nicht geschafft. Schiebt er mich raus? Ich dränge ihn den Weg ab und das war auch schon der Turn. Und jetzt, das war's noch nicht. Knallt er mir nochmal. Jetzt beschweren die sich schon mit Vollgas in der Box rein. Der ist doch... Verrückt ist er doch, was macht er denn? Und ich dachte mir so, entweder steige ich jetzt aus und der ist sauer auf mich und will richtig Stress. Ja, und jetzt hat er schon von der Rennleitung jetzt, und es ist ein erfahrener Ansage bekommen, dass es gar nicht geht, dass er niemanden rammen soll, und er ist direkt ausgestiegen und ist gegangen. Der dachte sich wahrscheinlich auch so, ja, ist alle Blödsinn, sodass sie alle nicht fahren können. Der Typ. Guck mich an. Ja, es ist. Holt aus. Ja. Er hat schon eine Verwarnung bekommen. Der mit der schwarzen Nase. Hat eine Verwarnung bekommen. Er hat schon eine Verwarnung bekommen, weil er mich da weggerannt hat. Du warst ja auch rundenlang hinter ihm. Alter. Dann drücke ich ihn raus. Neben mir. Bam. Da hinten. Ja, ich war auch noch ein bisschen stinkig wegen der Aktion. Vor allem hat er nach dem Tor nichts gesagt. Ist einfach gegangen, hat sich nicht entschuldigt. Aber seine Freunde hat er ja auch weggerammt. Bei denen ist es ja so. Die machen das so. Denen macht das Spaß. Jetzt waren unsere Turns zu Ende. Ich habe noch allen Tschüss gesagt. Die kennen wir auch vom 10-Stunden-Rennen, die Leute da, die Polen. Also die aktiven Fahrer. Und dann haben wir noch eine Nacht übernachtet da. Und sind auch am nächsten Tag dann schon los. Hoffentlich hat euch dieses schöne Video wieder gefallen. Und ja. Ciao.